Hallo, herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich habe die App Plotterverse hier auf dem iPad geladen, aber die gibt es mittlerweile auch für Windows, Mac-Computer und auch Tablets anderer Hersteller. Und diese App erlaubt uns eben diese schönen Animationen zu machen, wie ihr sie schon gesehen habt. Und zwar klicke ich dazu auf Plotterverse erstellen und animieren. Dann suche ich mir ein Bild aus, mit dem ich das Ganze machen möchte. Ich nehme mal hier dieses Bild, was wir gemacht haben. So, das Bild habe ich jetzt hier geladen und ich kann auf FX Overlays klicken. Und hier kann ich nun mir bestimmte Animationen einfach über das Bild legen. Dazu muss man sagen, dass die App nicht ganz kostenlos ist. Man kann sie 7 Tage testen und dann zahlt man eine jährliche Gebühr oder eine monatliche Gebühr in einem Abo-Modell. Hier war es jetzt zu Weihnachten eine recht günstige Version. Einmal im Jahr zahle ich hier 20 Euro. Das finde ich ganz okay für das, was man hiermit machen kann. Und nun sehen wir hier eine Animationsleiste, in der in der ersten Position mein Bild steht. Ja, dann kann ich auf diese Timeline, nennen wir sie mal so, einfach Animationen, die ich hier habe, hinzufügen. Zum Beispiel hier diese Vögel. Und die liegen nun als Animation da drauf. Ich kann das Ganze hier verkleinern und vergrößern mit meinen Fingern oder eben an eine andere Position setzen. Ich kann eben auch hier zum Beispiel diese Animation reinsetzen, die Flügel hier oben hinbewegen und dann beispielsweise noch ein bisschen verkleinern. Solche Sachen kann ich eben hier drüber legen. Oder beispielsweise hier unten diese Glitzersternchen da drauf legen. Ihr seht, die Animationen werden quasi wie in so einem Stapel hier hingelegt. Da kann ich sie natürlich auch nochmal vertauschen, an andere Positionen setzen. Und durch Vertauschen dieser Positionen sage ich eben auch, auf welcher Ebene die einzelnen Elemente liegen. Und ihr könnt jede Menge dieser FX-Effekte hier runterladen. Hier gibt es noch einen Menüpunkt, unter dem hier täglich auch neue Animationen hinzukommen. Jetzt ist es sehr weihnachtlich hier beispielsweise. Aber wir können zum Beispiel hier das Feuerwerk mal herunterladen oder diese Pakete. Und hier oben gibt es noch verschiedene andere Sachen. Ich kann noch auf Plottergraphs, Plottermorphs und einzelne Elemente umswitchen. Also da gibt es eine ganze Menge, was man hier hinzuladen kann. Und die Listen sind wirklich sehr lang. Ja, und wenn ich das gemacht habe, klicke ich hier oben auf den Pfeil. Irgendwann müsste hier der Download stattgefunden haben. Hat er auch. Jetzt nehme ich zum Beispiel das Feuerwerk hier noch mit rein. Ihr seht, jetzt ist da oben ein Feuerwerk. Also manchmal ist es auch vielleicht ein bisschen viel, was man in so ein Bild hinzufügen kann. Und jetzt könnten wir hier noch die Pakete runterfallen lassen. Das können wir aber auch jederzeit wieder löschen, indem wir einfach den angewählten Effekt durch den Mülleimer, den wir hier haben, wieder rausnehmen. Na, und natürlich kann man das Ganze weitergeben. Dazu klicken wir einfach hier auf das OK. Und sagen Weitergabe. Und nun gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sie zu Facebook, Instagram, Snapchat, in das Nachrichtenprogramm, sogar als animiertes GIF exportieren oder in meine Fotos-App das Ganze speichern. Und dann wird dort ein entsprechendes Video abgespeichert. Naja, und damit erhält man dann eben die Möglichkeit, solche Bilder aufzupeppen. Da geht eine ganze Menge. Man kann also auch noch wesentlich mehr mit dieser App machen, zum Beispiel Animationspfade bestimmen und Bereiche animieren, zum Beispiel Wolken könnte man dadurch aus einem Foto heraus bewegen lassen. Aber hauptsächlich sind diese Special Effects ganz witzig und damit lassen sich natürlich unendliche Sachen kreieren. Allerdings, wie gesagt, die App ist nicht ganz kostenlos. Sie kostet eine Gebühr im Abo-Modell. Das müsst ihr euch also überlegen, ob sich das lohnt. Auf jeden Fall könnt ihr sie 7 Tage lang testen. Achtung, dann müsst ihr aber frühzeitig auch das Abo wieder beenden, sonst läuft das Abo automatisch auf ein Jahresabo hinaus. Aber ich finde eigentlich eine sehr nette und gelungene App, für die ich gern bereit bin, auch ein wenig Geld zu zahlen.